Rund 40 Jugendliche sitzen im Meditationsraum des Hauses St. Max in Passau. Unter ihnen Bischof Stefan Oster. Es ist das Vortreffen zur Glaubensfahrt nach Turin. Eigentlich wollte der Bischof mit den Jugendlichen in die Geburts- und Wirkungsstätte seines Ordensgründers, des heiligen Johannes Bosco, fahren. Eine Hüft-OP hat diese Pläne durchkreuzt. Umso wichtiger war es dem Bischof, bei diesem Vortreffen dabei zu sein. Warum? Ja, weil die jungen Leute fahren nach Turin und besuchen die Orte, wo mein Ordensvater gelebt und gewirkt hat für junge Menschen. Und das ist erfahrungsgemäß eine besondere Erfahrung für junge Menschen. Und ich hoffe, sie machen auch besondere Erfahrungen. Nach der Andacht, in der der Bischof auch die Erinnerungsbänder gesegnet hatte, gab es eine gemeinsame Brotzeit. Nach der Stärkung berichtete der Bischof von seiner Berufungsgeschichte, erzählte vom heiligen Don Bosco und gab den Jugendlichen Tipps, was sie in Turin unbedingt unternehmen müssen. Warum so ein Vortreffen wichtig ist, weiß Edith Drechsler, die Ministrantenreferentin. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass sie einfach die Teilnehmer schon mal gesehen haben, dass sie miteinander ein wenig vertraut worden sind und dass vor allem die Freude geweckt wird, jetzt geht's endlich los nach Turin, und dass einfach heute einen Herrn Bischof erlebt haben, der es so begeistert hat mit den Geschichten von Don Bosco und einfach seinen Eindrücken, wie er Salesianer worden ist, warum das ihm das so wichtig war. Und man hat schon gespürt, wenn man in die Gesichter der Jugendlichen geschaut hat, dass sie einfach eine große Bereitschaft haben, das selber zum Erleben und selber alles zum Sehen und einfach eine große Pilgergemeinschaft zu werden. Zum Schluss gab es für den Bischof noch ein Erinnerungsbändchen. Denn selbst wenn er nicht mitfahren kann, so soll er doch in Gedanken dabei sein. Und er versprach, zum Nachtreffen komme er auf jeden Fall auch.